Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Richtig. Mehr kann ich nicht sagen. Okay, hier ist Strahlung, aber das ist nicht so schlimm. Denn ich habe das Gefühl, wir haben multiresistente Geiber gegen Strahlung in uns. Oh, was haben wir denn hier? Nichts. Ah, es ist gut. Ach komm. Irgendwer schießt wieder auf uns und ich weiß nicht mal wo. So. Gehen wir lieber in eine Höhle. Das ist. Ach du Jau. Natürlich. Warum nicht? Ach komm! Ja, machst du mal? Danke. So, wie viel habe ich denn jetzt wieder verloren als Stimpaks? Interessant. Eine Protonenaxt. Huch, die ist ja zerstört. Hallo! Eine 10mm Maschinenpistole. So. Okay. Naja, egal. Weil ja noch nicht genügend Leute da sind, müssen wir noch hier rein. So. Testsubjekt 1. Ah ja. Huch. Was hat der denn geworfen? Ach komm. Willst du mir sagen, dass das ein Jagdgewehr ist? Na, wunderbar. Ey! Das ist so einfach. Alter! Meine Güte. Es ist unfassbar. So. Zum nächsten. Ach, die werfen mit diesen Dingern auch noch. Ich finde das ja sehr lustig, ne? Die können ja den Kopf verkuppelt kriegen, obwohl es ein Lobotomiet ist, ne? Wir nicht. So. Es ist unfassbar. Besser.
Okay. Hatte nicht irgendwer von denen eine... Oh, was haben wir denn hier? Toaster. Ja. Toaster, die hier verheiligt, geheiligt werden, glaube ich. Proton-Axt. Hä, hatte nicht irgendjemand von denen... Eine Jagdflinte? War das nicht? Huch, was ist denn hier los? Steht ein LKW? Ach komm. Ach komm. Steht ein LKW? Hört er wahrscheinlich auch. Aha. Ich weiß nicht, was der macht, aber na gut. Ist ein LKW auf dem Hof. Hab ich bestimmt nichts mit zu tun. So, was wollte ich denn nochmal sagen? Das ist relativ laut. Mir fällt es ja schon zu. Eine Inversal-Axt, ja, auf jeden Fall. Kann ich das wohl miteinander reparieren? Ich denke mal ja, ne? Jo. Nicht? Ach, kriegst Geld, guck mal. Irgendwie ist hier nichts. Das ist doch alles krank hier auch. Ich war mir ziemlich sicher, dass da jemand eine Jagdflinte gehabt hätte. Ja, der da. Meine ich doch wohl. Noch nicht. Naja, vielleicht schon, aber. Eine Buschbüchse, ja, ganz nah dran an der Jagdflinte. So. Ihm. Zum Balkon zurück. Das ist schneller als die Denkfabrik, glaube ich. Das Becken. Wenn Sie noch keine Kommunisten in Ihrem Hinterhof gefunden haben, dann suchen Sie nicht gründlich genug. Jo. Womit kann ich dienen, Sir? Mit reparieren. Von meiner Rüstung, von meinem Helm. Womit kann ich dienen, Sir? Ich würde gerne ein paar Sachen kaufen. Hier, kann ich kaufen, also verkaufen. Okay, das Geld. Mühlen gehen auch immer. So. Warum 45er Munition habe, weiß ich nicht. Ja, gut. Der Toaster. Ja, da ist der Toaster. Hallo. Ich bin wieder angeschlossen. Erzittere Welt vor meiner elektrischen Heizspirale der Verdammnis. Zittern? Du bist ein Toaster. Wie furchteinflößend kannst du sein? Ein Toaster ist nur ein Todesstrahl mit geringerer Leistung. Sobald ich einen Weg gefunden habe, den Hauptreaktor anzuzapfen, werde ich die Welt verbrennen. Natürlich. Ich bebe vor Angst in meinen Stiefeln. Kumpel, wenn mein Heizelement nur ein klein wenig größer wäre, stündest du jetzt in Flammen! In Flammen! Woher all diese Wut?
Hast du jemals versucht, ohne Daumen oder Hände oder nur einem Brotschlitz einem alles verzehrenden Drang zu töten nachzugeben? Du hättest wohl auch eine Menge Ärger aufgestaut. Ja, sprechen wir von was anderem. Nun, nachdem ich dich nicht umbringen kann, muss ich mir wohl deine albernen Fragen anhören. Oh Mann, ein diabolischer Toaster. Ich fürchte mich schon davor, dich nach deiner Funktion zu fragen. Du solltest dich fürchten! Ich bin die Geißel aller kleinen Haushaltsgeräte und das Gespenst, das geringeren Toaster den Schlaf raubt. Du ermordest also Toaster. Nicht einfach Mord. Ich reduziere sie auf ihre Grundbausteine. Wenn sie erst einmal ausgeweitet sind, kannst du mit ihnen machen, was du willst. Was machen sie sonst noch? Du willst Waffenbaupläne? Ich zeig dir verdammte Waffenbaupläne. Du willst eine super heiße Saturnit-Powerfaust? Ich besorg dir den Scheiß! Ich halte meine Augen nach Saturnit-Powerfäusten offen. Wenn du eine findest, bring sie her und wir brennen diesen Misthaufen nieder! Wegen dieser super heißen Saturnit-Powerfaust, ne? Wie ich schon sagte, bring mir eine Saturnit-Powerfaust und ich krieg das geregelt! Ja. Nun? Ich muss los. Ja! Fliehe vor meiner schrecklichen Macht! Ein Toaster. Ja, gut. Finden Sie die Upgrades für die zentrale Intelligenzeinheit? Aha. Wo ist das? Okay. In der Forschungseinrichtung, im Sender und da. Machen wir das zuerst. Ich habe das gleich wieder.